mich persönlich und auch, glaube ich, für die ganze Lifestyle-TV-Familie exklusiv beim Superbrand gewesen sein, im Presseclub. Da kommt ja sonst keiner rein, wenn man nicht, glaube ich, dem Haus angehört. Das war schon was Besonderes. Und dass Sie dann auch natürlich noch den Superbrand bekommen haben, das war natürlich Gänsehaut. Wie war das für Sie, das Gefühl? Ja, Springerhaus, oberste Etage Berlin, ist schon eine tolle Location. Unterstützt wurde das Ganze von N24 und der Welt am Sonntag. Und das ist natürlich toll, wenn man sich da trifft und wenn man dann auch ausgezeichnet wird. Superbrands ist eine internationale Auszeichnung. Ganz wenige deutsche Unternehmen erhalten das. Es gab auch eine Persönlichkeitsauszeichnung für unseren Schauspieler Wotan Wilke Möhring. Und das ist natürlich schön, auch mit solchen Leuten und als Marke Lamberts prämiert zu werden. Denn am Ende ist natürlich so, vieles unseres Engagements geht natürlich auch um die Marke Lamberts zu stärken, 1688 in der heutigen Zeit auch sich zu beweisen. Das ist natürlich toll, wenn so eine alte Marke jetzt aktuell als Superbrand gekennzeichnet wird, ohne klassische Endverbraucherwerbung zu machen. Das spricht auch ein bisschen für das, worüber wir im Moment eigentlich gerade reden. Steigerung, Steigerung, Steigerung am Fagala. Immer wieder ein Hit. Wahrscheinlich das beste Event, was wir in Europa haben. Da sagen sie immer, es ist einfach elektrisierend zu sehen, wer da aufläuft. Sie unterstützen das Event? Ja, AMFA, zum 20. Mal sind wir dabei. Und die AMFA, American Foundation for AIDS Research, die größte in der Welt, sagt auch immer wieder, wir sind einer der großen Unterstützer, der all die Jahre dabei war. Dieses Jahr hatte ich das Glück, auch Co-Chair dieser ganzen Veranstaltung zu sein, die im Grunde genommen an Hollywood-Stars gar nicht zu überbieten ist. Es sind im Grunde fast alle da, ob Caprio, die ganzen Victoria's Secrets Model, ist eine wunderbare Modenschau da. Also das ist wirklich, das stellt dich ein der großen Stars, die aber, und das muss man immer dazu sagen, sich da nicht selber abfeiern, sondern die kommen mit, um dabei zu helfen, viel Geld zusammenzubringen für den Kampf gegen AIDS. Und das ist im Grunde das Entscheidende. Und wenn dann 30 Millionen am Ende rauskommen, dann ist das schon den Schweiß der Edlen wert. Und wenn man selber Co-Chair ist, dann freut man sich auch, wenn so eine Summe am Ende dabei rauskommt. Denn es steckt viel Organisation, viel Mühe dahinter. Und wie gesagt, das war meine 20. Veranstaltung. Und ich genieße das jedes Jahr, mit diesen engagierten Menschen zusammen zu sein. Côte d'Azur ist einfach the place to be im Sommer. Einen Tag später gab es ein eigenes Event, was Sie mit unterstützt haben, aber noch viel wichtiger war der Tag danach. Das war ja das Happening mit Jermaine Jackson. Ja? Da gab es ein Meet and Greet, was Besonderes, wo wir in Ihrem Hotel uns getroffen haben. Ja, Jermaine kam mit seiner Lebensgefährtin zu uns ins Hotel und wir hatten eine sehr schöne Zeit da. Und wir sind dann abends noch zu dem Event in Cannes gewesen und er war dann den ganzen Abend mit uns zusammen. Und das ist natürlich schön, gerade die Jackson-Familie, die ja nun wirklich für Musik steht und für alles, was damit zusammenhängt. Und das war nett und das rundete wirklich auch Cannes insgesamt ab, weil persönliche Begegnungen sind am Ende des Tages immer das, was man am meisten mitnimmt. Zurück von Cannes ging es dann zurück nach Deutschland. Ja? Charity über Charity, was natürlich ein wichtiges Thema ist, hätte keiner gedacht, Toni Kroos, Top-Fußballer, gibt viele Fußballer, die sich engagieren, aber da sind wir wahrscheinlich beide gleicher Meinung, das war doch ein anderer Fußballer, der da das Event auf die Beine gestellt hat, richtig? Ja, wir sehen alle Toni Kroos als großen Fußballer, der jetzt 5 Titel in diesem Jahr geholt hat, das muss man sich mal vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob es einen erfolgreicheren Fußballer in den letzten Jahren gab. Nun spielt er bei Real Madrid und ist deshalb vielleicht nicht jeden Tag so im Fokus wie die deutschen Spieler, die Bayern-Spieler. Aber wenn man ihn dann erlebt, wie er sich von seine Foundation einsetzt und die tollen Leute aus dem Sport, die ja alle an dem Tag und auch aus Film, ob die Ferris oder Heinkes, der damals noch sozusagen als Rentner dahin kam. Das war natürlich toll und es kam ein großer Betrag für die Foundation und wir haben uns gefreut, von Anfang an das unterstützen zu können. Wir hatten vorher mehrfach telefoniert, wie kriegen wir den Abend auch toll zusammen hin und viele haben da mitgemacht und ich finde es bewundernswert, wenn jemand für Toni, der im Rampenlicht der Sportwelt steht, an die denkt, denen es nicht so gut geht. Kompliment an Toni und wir haben da gerne mitgeholfen.
Man könnte denken, das Jahr ist gelaufen, aber es ist die Halbzeit, kann man sagen. Es kommt aber noch ein Event und das war der deutschsprachige Abend. Ich habe ihn erlebt in Südafrika, ja, das war für mich ein Highlight. Diesmal aber in Berlin, da trifft sich auch ja, die Weltelite, die letztendlich ja, das Business machen, kann man das so sagen? Ja, wir lieben ja Tradition. Nächstes Jahr werden wir 330 Jahre alt und insofern machen wir auch schon dieses Wirtschaftsevent, das natürlich nicht so glamourös erscheint, seit 15 Jahren. Man muss sich vorstellen, wir haben das in Shanghai, in Tokio, zweimal in Paris, zweimal in New York gemacht. Das heißt, die Top-Wirtschaftsleute, die Teilnehmer des World Consumer Goods Forum, da kommen also die Walmarts, die Großen dieser Welt hin, auch die großen Industrieunternehmen. Ich kann mir, wie viel Milliarden Umsatz da zusammenkommen und wenn ich an unseren Abend denke, wir haben den dann in Berlin veranstaltet mit 150 Gästen in der Fischerhütte. Charmante Atmosphäre, wunderbar hatten wir das da und die Chefs der großen Handelsunternehmen, national und international, aber auch der Hersteller, ob das nun Ferrero war oder ob das Biedronka aus Polen oder aus... Herr Oetker habe ich kennengelernt. Oetker und alle, ja, Herr Oetker war dabei, das war ganz toll. Vicky war so süß, die ja in Berlin auch sehr häufig fast lebt, möchte ich sagen, eigentlich ja mehr in Hamburg, hat für uns gesungen an dem Abend. Also so viel Milliarden Umsatz auf einen Haufen, das passiert selten, aber das Entscheidende ist eigentlich, dass viele tolle Menschen sind in einer tollen Form der Begegnung, auch ein wirtschaftlicher Austausch. Ich finde, wir machen viel Events, um den Leuten Lebensfreude zu geben, aber mit Wirtschaftsgrößen zusammenzusitzen, einen Abend zu diskutieren, Wirtschaftsstrategien zu besprechen bei einem lockeren Abendessen. Am Ende sind wir ein Wirtschaftsunternehmen und dass es Lamberts schafft, diese tollen Leute zusammenzubringen zum 15. Mal, dieses Jahr sogar im Heimspiel, sonst in der ganzen Welt. Nächstes Jahr ist es in Singapur, man muss ja so nach Singapur und dasselbe in Singapur veranstalten. Also es ist schon spannend und ich fand das schön, dass wir das erste Halbjahr dann auch mit einem Wirtschaftsevent abgeschlossen haben, denn mit einem Wirtschaftsevent der Internationalen Süßwarenmesse in Köln haben wir dieses erste Halbjahr auch begonnen. Perfekt, das war von Januar bis Juni. Wow, was für ein Jahr, also das ist Motivation pur.